Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward, zu einer weiteren Jobklassenquest des Astrologen. Dritte Folge ist am Start mit Stufe 35 und ja, auf geht es ins Geschehen, würde ich mir sagen. Ich habe einen kleinen Begleiter am Start, ihr seht es rechts unten, der wird ein bisschen auf mich aufpassen. Ja, ich hoffe mal, euch hat es gefallen, zumindest die letzten zwei Folgen, die ich ja schon veröffentlicht habe zum Thema des Astrologen. Ja, wie auch schon in der letzten Folge erwähnt, ist es etwas komplexer von der Storyline, ich sagen, aber trotzdem interessant. Und ja, zwischen der Aufnahme, der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme sind unglaubliche 10 Minuten vergangen, denn ich hatte es ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich ja schon Level 38 bin, so ein bisschen zu weit gelevelt habe. Und ich muss jetzt die Jobklassenquest so ein bisschen nachholen. Ja, und während dieser kleinen, kurzen Unterbrechung hat mich eine nette Dame oder ein netter Herr angeschrieben hier in-game und hat auch gefragt, so wann die nächsten Folgen mal rauskommen hier auf meinem Kanal zum Thema Final Fantasy. Und an der Stelle liebe Grüße an die Larissa Yumira. Ja, sei gegrüßt. Das seht ihr jetzt hier links unten im Chat, falls ihr genau mal lesen wollt. Und ja, sei grüßt du persönlich, falls du es gerade hörst. Und auch nochmal vielen Dank für deine Rückmeldung und auch generell an euch natürlich. Mich freut es auch in-game mal angeschrieben zu werden, um meine Rückmeldung zu bekommen, wie es euch gefällt. Und ja, freut mich auf jeden Fall. So, und jetzt geht's weiter. Es geht weiter mit der Storyline des Astrologen. Und in der letzten Folge, muss ich sagen, war ich ein bisschen ratlos, was ich genau mit dieser neuen Fähigkeit ab Stufe 30 auf sich hatte, mit dem Namen Diurnal. Und das ist ja sozusagen eine Haltung des Astrologen. Und diese bewirkt halt, dass manche Heilkommandos halt Leben über Zeit regenerieren. Und da hatte ich ja irgendwie sämtliche Heilskills mal durchgecheckt hier, vom Harmonieaspekt 1, 2 bis Helios, alles probiert und es hat nicht geklappt. Und dann bin ich auf die Erkenntnis gekommen, dass ja auch mal im Kommandobuch ich mal schauen sollte, denn ab Level 34, das zeige ich euch mal kurz, ab Level 34, warum was? Das jetzt hier, gibt es eine neue Fähigkeit automatisch dazu, unabhängig von der Jobklassenquest, mit dem Namen Harmonischer Orbis. So, und diese bewirkt halt Heilung über Zeit. Und das geht halt nur, wenn ihr mal diesen Aspekt, nenne ich jetzt mal, oder diese Haltung halt aktiv habt. Das seht ihr oben bei meinen kleinen Buffs. Und da sehen wir die junge Dame schon wieder. Meine Güte, die mich angeschrieben hat. Die Larissa, Mensch, stalkst du mich etwa? Unglaublich. Aber warte, da wollen wir natürlich winken nochmal. Was machen wir? Winken wir, erröten, aufmuntern, klatschen. Ich klatsche mal der Larissa entgegen. Denn sie ist anscheinend ja auch fröhlich hier Astrologie am Betreiben. Ja, jetzt errötet sie auch noch. Nein, brauchst ja nicht. Super. So, aber jetzt legen wir los, oder? So, ich verabschiede mich mal von der Larissa. Ja, ja, du brauchst nicht zu erröten. Wir sind ja im kleinen Rahmen hier. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Was ist von ihrem Glück? Aber dass sie jetzt in einer Folge auftaucht bei mir, ist natürlich jetzt auch nicht vorhersehbar. Aber gut, auf geht es. Legen wir mal los. Und von der Jobklassenquest, ja, wollen wir mal schauen, in welche Richtung sich das alles nun entwickeln wird. Mal schauen. Also, Stufe 35 steht an. Und dies hat den Namen erste Elementarhimmel. Okay, gut. Vergütung wieder ein bisschen Routine, ist ja klar. 9000 ist nicht die Welt, aber schadet nie. Und natürlich eine neue Fähigkeit, das ist viel cooler, mit dem Namen Königsweg. So, dieser bewirkt folgendes. Reaktivierungszeit 15 Sekunden, kann man sofort aktivieren. Und dort steht folgendes. Du verbrauchst eine gezogene Karte, um die Wirkung der nächsten während der Wirkungsdauer eingesetzten Karte zu ändern. Waage oder Eiche, 50% stärkere Wirkung. Pfeil oder Speer, doppelte Wirkungsdauer. Oder Krug oder Turm, Flächenwirkung, aber Wirkung halbiert. Dauer fortlaufend. Aha. Bedingung, du hast eine Karte gezogen. Oh wei. Ja, ich habe es ja schon in der letzten Folge angekündigt. Es wird komplexer. Aber auch das werden wir zusammen meistern. Aber zuerst mal werden wir uns wieder durch den Questtext hier mal durchballern, der ja ungemein viel immer ist aktuell beim Astrologen. So, und der John Quinard sagt folgendes. Du hast du bereits geübt, wie es dir Leveva aufgetragen hat? Ich selbst bin, glaube ich, noch ganz gut in Form, ohne angeben zu wollen. Dann lass uns Leveva aufsuchen und den nächsten Schritt unternehmen. Ja, machen wir das mal. Ich nehme an, dass sie dich darauf vorbereiten wird, das Tor zum nächsten Sternbild aufzustoßen. Du weißt doch über die 6 Sternbilder Bescheid. Über den Ursprung meine ich, nicht wahr? Ja,
So grob. In Eosia glauben die Leute gemeinhin nicht nur an 7 Höllen, sondern auch an 7 Himmeln, die den 6 Elementaren zugeordneten 6 Elementarhimmel und einen übergeordneten, den astralen Himmel. Die Tore zu den 6 sechs Elementarhimmeln bilden die 6 Sternenbilder, die den Nordstern umgeben. Die Astrologie ist ein magisches System, mit dem sich sein Benutzer die Kraft der Sterne zu erschließen vermag. Dazu muss er die Sternenbilder von einem geeigneten Punkt aus betrachten und dadurch das Tor zu ihrer Macht aufstoßen. Je stärker die Verbindung mit den Sternen ist, desto besser. Leveva hat bereits einen geeigneten Ort für diese Himmelsbetrachtung gefunden, und zwar in Ost-Tanalan am letzten Gebet. Lass uns zu ihr stoßen. Ja, mal ob mal, dann werden wir uns mal dorthin begeben. Und ja, ihr seht es ja selbst oder ihr hört es ja selbst, es ist wirklich alles ein bisschen komplex, ne? Also mit Sternenbildern und wie das hier alles geregelt ist. Fakt ist zumindest, dass wir in der letzten Folge haben wir zusammen das erste Sternbild gesehen. Das war ja die Eiche. Das sah halt so aus wie so ein Bäumchen da im Finsterwald. Und ja, jetzt geht's halt weiter. Jetzt werden wir mal alle Sternbilder mal hier abgrasen. Und ich glaube mal, dass wir die bis Level 50 soweit schon durchhaben werden. Ist so meine Vermutung. Und ja, wir werden es zusammen, wenn ihr wollt, natürlich auch weiter mal halt angehen. Und bin gespannt, ob ihr weiterhin da Spaß dran habt, wieder mal zuzuhören, was ich hier so erzähle und vorlese in diesem Fall. Das ist echt immer wieder mal eine Herausforderung. Besonders wenn es ein bisschen komplexer wird und von der Story da auch ein bisschen nachzukommen. Und naja, aber so ist das halt. Und jetzt finde ich auch mal ein bisschen Zeit dafür. Habe ich auch in der letzten Folge mal kurz erwähnt. Ist ein bisschen schwierig, aktuell Zeit zu finden für solche Aufnahmen unter der Woche. Eigentlich habe ich da gar keine Zeit. Das verlagert sich bei mir jetzt alles aufs Wochenende. Aktuell haben wir bei mir Freitag. Und jetzt habe ich mal nach der Woche mal ein bisschen Zeit, auch die Jobklassenquests mal in dem Fall nachzuholen. Denn unter der Woche komme ich eher so nach der Arbeit mal zum Leveln. Aber nicht zur Aufnahme der Jobklassenquest. Deshalb wundert euch nicht, wenn es vielleicht auch bei den nächsten Jobklassenquests ähnlich ausschauen wird, dass ich schon etwas vorgelevelt habe. Ja, morgen, Samstag, ist auch schon alles verplant. Da findet zwar kein Livestream statt, sondern da bin ich mit dem Mishu und der Melli verabredet. Mit den beiden level ich aktuell jetzt auch über Instanzen. Sehr praktisch. Die Melli spielt halt den Dunkle Ritter als Tank. Und meine Wenigkeit den Astro, halt als Heiler, und der Mishu, der ja, hat Spaß am Ninja. Und der levelt halt dann zusammen mit uns voraussichtlich bis Level 60. Leveln wieder zusammen. Und das ist natürlich praktisch mit einer festen Gruppe. So, jetzt sind wir hier am Ende der Welt angekommen, mehr oder weniger. Und hier liegen irgendwie Leute am Boden. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Die sehen eher so aus wie ein paar Räuber, oder? Die haben alle so Masken auf. Das sind etwas vermummt gewesen. Aha, okay. Mal schauen, ob wir erfahren, was hier jetzt vorgefallen ist. Und da haben wir mal die junge Dame. Sprechen wir mit ihr mal. Auf geht's. Nein! Jetzt habe ich den Leuchtkiefer angeklüppelt. Oh nein, nein. Ist ja unglaublich, warte. Jetzt habe ich den Leuchtkiefer geaggrot. Stufe 19, ich raste aus. So. Ja, komm. Knüppeln wir den mal nieder hier. Ein Spannungsaspekt. Ist ja unser Damage-Skill. So, zack. Fertig. So, okay. Jetzt aber. Auf ein neues. So. Die junge Dame sagt Folgendes: Wir sind Räubern in die Arme gelaufen. Aber Quimperin hat sie alle abgewehrt. Ein Glück, dass er mich begleitet hat. Das müssen Räuber gewesen sein, die es auf ahnungslose Pilger abgesehen hatten. Lasst uns wachsam bleiben. Auch wenn wir uns nicht völlig sicher fühlen könnten, dürfen wir unsere Übung nicht vernachlässigen. Außerdem ist nichts, was geschieht, ohne Bedeutung. Oh Gott, jetzt fängt sie damit wieder an. Ist ja zum Thema Schicksal, alles ist vorgegeben. Naja, gut. Jawohl. Also der Junkenart ist auch ein bisschen so skeptisch. Also ein bisschen skeptisch. Dann lass uns mal unsere Aufgabe beginnen. Sarina wird ein weiteres Tor öffnen, nicht wahr? Ja, wenn ich es kann, mache ich es.
So ist es, Arena. Blick auf in den Himmel, wähle einen Ort und betrachte die Sterne. Ja, wenn das zu einfach ist, dann schauen wir hoch. So, ja, ist ein bisschen regnerisch gerade und wenn ich so mal hochschaue, ist nicht viel zu sehen. Muss ich auf besseres Wetter warten? Nee, ich denke mal nicht. Wir werden mal hier am Zielort in den Himmel gucken. Ist unglaublich. Also wenn ich damit jetzt ein neues Tor öffnen könnte, das wäre der Wahnsinn. Aber ich befürchte, dass uns irgendwelche weitere Räuber jetzt gleich angreifen werden. Wäre sonst langweilig. Aber mal schauen, ob wir was im Himmel sehen können. Es hat aufgehört zu regnen, das ist schon mal gut. Und Sterne sind auch da. So. Und Leweva sagt folgendes: Hast du das Sternenbild der Waage gesehen, Sarina? Wie es brennt und funkelt, dieses Tor zum Elementarhimmel des Feuers wirst du öffnen. Okay, ich probier's. So. Naltal erschuf im Feuerhimmel mit den Gaben des Erdbodens ein blühendes Reich. Und Azuma mit ihrem Fächer in der Hand sprach Recht und sorgte für Gerechtigkeit. Okay. Und da sehen wir es auch schon. Ja, das klappt da eigentlich schon sehr gut. Meine Kräfte sind schon sehr gut vorhanden. So, und Leweva sagt folgendes: Diesem Himmel entspricht das Arcanum der Waage. Ein Sinnbild der Gerechtigkeit. Auch dir soll die Waage im Angesicht von Unrecht dir die Kraft geben, die du zum Ausgleich brauchst. Das soll eine Waage sein? Das sieht aus wie so ein... Ja, wie so ein... Keine Ahnung. Das ist doch keine Waage. Das sieht aus wie so ein Staubsauger in der Zukunft. Mit so einem... Keine Ahnung was. Also das ist ein sehr spezieller Wagen. Aber gut, das ist der Wagen. Könnt ihr gerne mal die Kommentare reinschreiben, was ihr in dem Bild so seht. Interessant. Du hast das Tor nun geöffnet. Solange dich der flammende Stern leitet, wird dir kein Hindernis zu hoch sein. Ja, wenn das so einfach ist. Aber schön animiert, muss ich sagen. Fand ich bei der Eiche auch schon cool, dem Baum. Doch nun, für die nächste Übung werden wir uns ins südliche Tarnalam begeben. Dort in Klein Alamigo soll sich das nächste Tor für dich öffnen. Okay, interessant. Ja, war es das jetzt gewesen oder was ist jetzt hier los? Ist ja unglaublich. Nee, noch war es nicht gewesen. Wir porten ins südliche Tarnalam. Da werden anscheinend jetzt einige Sternenbilder abgerappelt. Ja, mit Level 30 war es ja mal die Eiche gewesen. Jetzt ist es die Waage mit Level 35. Mal schauen, ob wir noch eine weitere dazu bekommen. Ein weiteres Sternbild. Mal schauen. Also zumindest ist es optisch mal, ja, nett animiert halt. Wenn man so in den Himmel guckt und wie das so dargestellt ist. Und da fällt mir mal ein, was man auch mal fragen könnte jetzt mal. Ich frage mal in die Runde hier. Direkte Frage an euch, glaubt ihr an Schicksal, ne? Wo wir gerade beim Thema sind, Astrologe und so. Ich meine, hier wird ja schon sehr drauf angespielt, so, ja, das Schicksal hat mich hier hingeführt und das Schicksal hat mir gezeigt, dass ich dir den Jobkristall des Astrologen geben sollte. Das hat ja der Mace gesagt hier. Und ich habe keine Ahnung, glaubt ihr an Schicksal? Schreibt mal rein in die Kommentare, würde mich interessieren. Das ist immer so eine Sache, ne? Manchmal kommen so Momente, wo man denkt, ja, das, keine Ahnung, das muss so gewesen sein, das hat so seinen Grund, warum es jetzt so ist, wie es ist. Ist auch ein sehr interessantes Thema eigentlich. Vielleicht werde ich das mal thematisieren mit der Rin, der Melli und dem Mishu in so einem Brabbeldaddel-Format. Mal schauen. So Headliner, Schicksal, ja oder nein. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich mit Astro fertig bin. So, aber vorher werden wir jetzt weiter im Himmel schauen. Und Leweva sagt, nun wähle einen Ort, blicke auf in den Himmel und betrachte die Sterne. Ja, ich komme mir vor wie so ein Sternendeuter. Das ist ja sehr interessant. Jetzt sag nicht, ich gucke wieder einfach in den Himmel und habe das nächste Sternbild. Ich meine, ich habe zwar sehr viel Fantasie, aber ob ich so skilled bin, dass ich in allem irgendwas sehe? Interessant. Wir werden es jetzt in 2 Sekunden erfahren. Ob wir noch mehr sehen. Es ist ja schon ein bisschen kurios. Ja Mensch, ist schon wieder dunkel geworden. Und der Nebel ist weggezogen. So,
Und die junge Dame sagt folgendes: Hast du das Sternbild gesehen, Sarina? Wie es geladen mit himmlischen Kräften gleißt? Dieses Tor wirst du öffnen. Ja, ach, erzähl doch nicht. Ich öffne dir alles. Meine Güte. Das gibt's ja nicht. Nee, oder? Jetzt wird's ein bisschen kitschig. Oh Gott. Na gut, aber sieht schön aus. Im Himmel des Blitzes ragt ein Turm hoch empor, den Bürgott der Bauer errichtete. Und Rarol, der Zerstörer, erfüllt diese Sphäre mit herabprassenden Kometen, knisternd vor blitzelementarer Energie. Also jetzt kriege ich echt einen Crashkurs, muss ich sagen. Jetzt wird echt alles durchgeballert. Daher ist das mit dem Himmel des Blitzes verbundene Sternbild der Turm und die entsprechende Karte das Turm-Arkanum. Nutze auch du seine enorme Energie. Was sind das für Bilder? Was ist ein Turm? Also das sieht aus, als wäre der Turm umgekippt, oder? Also, oder? Dass der so von rechts nach links umgekippt ist und... Also so ein Turm, habe ich eher gedacht, geht halt nach oben, weißt du, so ein Türmchen, aber das Ding ist halt irgendwie, liegt flach. Ja, okay. Was die Sterne auch mir zeigen wollen, ich glaub's mal. Der Turm und die blitzelementaren Kräfte, die dieses Sternbild beherrschen, du hast nun auch dieses Tor geöffnet. Ja, cool. Was ich nicht alles kann. So, wenn du alle Tore aufstoßen willst, so musst du die Gestirne von verschiedenen Punkten aus betrachten. Jedes Sternbild hat einen besonderen Ort, der dir seine Kraft erschließen kann. Wandle aufmerksam umher und du wirst sie erkennen. Ja, wie jetzt? Soll ich jetzt einfach nur durch die Welt laufen und nach oben schauen, oder wie? Aha. Geht's noch weiter, oder? Ich bin echt etwas irritiert gerade. Jetzt habe ich einen Turm, jetzt habe ich die Eiche, jetzt habe ich die Waage, jetzt habe ich einen Turm. Das ist ja wie, ich packe meinen Koffer, da muss ich mir alles merken. Um Gottes Willen. Also, weiter geht's. Nee, oder? Ist doch nicht, ich muss wieder woanders in den Himmel gucken. Oh wei. Um auf ganz irdische Dinge zu sprechen zu kommen. Ich bin sehr weit umhergewandert und es verhält sich in Eosera tatsächlich so, wie man mir angekündigt hatte. Überall herrscht Streit und Ungerechtigkeit. Ja, ich weiß ja nicht genau, wie das bei dir ausschaut, aber das ist halt leider normal, halt, wenn man in einer Gemeinschaft zusammenlebt mit verschiedenen Ansichten. In Klein Alamigo leiden die Leute, weil man ihnen die Heimat raubte. In Ishgard tobt seit einem Jahrtausenden der Krieg. Vor Problemen von solcher Tragweite ist es nur natürlich, dass viele resignieren und alles auf Schicksal hinnehmen. Dabei könnte ihnen die Astrologie helfen, ihr Los selbst zu bestimmen. Ja, interessanter Ansatz. Nur wenigen hier ist die Kraft gegeben, das zu tun. Mir, dir, in geringerem Maße auch Junkernaut. Es ist unsere Pflicht, diese Kraft auch anderen zugänglich zu machen, denjenigen, die sie bisher bitter benötigt haben. Die Astrologie ist eine Möglichkeit, um den Schmerz und Leid Gebeuteter zu helfen. Genau das habe ich all die Jahre versucht, meinen Kollegen klarzumachen. Wieso sträuben sie sich nur so sehr, etwas so Offensichtliches, Nützliches anzunehmen? Du hast es offensichtlich, das ist doch offensichtlich. Die Mächtigen haben ihre Macht von der Unmacht der Unmächtigen. Aha. Wenn sich auf einmal jeder selbst heilen und wehren könnte, wäre die Position der Herrschenden gefährdet. Womöglich würde das Volk seine neuen Kräften gegen ihre Unterdrücker richten. Ja, das Thema hatten wir ja auch schon in der Hauptstoryline von Final Fantasy XIV Heaven's Ward mit der Kirche und hier den Rittern und den einzelnen Häusern. Ja, aber wem sage ich das? Hier seid ihr wahrscheinlich eh alle schon so weit. Jean Cunard hat jahrelang Gesuche nach Schalayan geschickt, dass doch bitte ein Astrologe nach Ishgard entsandt werden möge. Aber Schalayan und Ishgard legten uns Steine in den Weg. Es hat bis heute gedauert, bis mein Großvater endlich die Erlaubnis dazu erhielt und das auch nur deswegen, weil sie ihn für zu alt hielten
um flammende Vorträge zu halten und womöglich breites Interesse zu wecken. Dass ich ihn begleiten würde, verschwiegen wir natürlich. Nun, ich bin zuversichtlich, dass du dir die astralen Energien auch der übrigen Elementarhimmel rasch erschließen wirst. Aber es liegt noch ein gutes Stück des Königsweg vor uns. Kehr nun nach Ishgard zurück und lass dir von Janekrat erklären, was es mit dem Königsweg auf sich hat. Er sollte es vom Transkribieren der Grundlagenwerke noch gut in Erinnerung haben. Ja, hoffen wir mal. Und da hat die Rin auch mir schon ein bisschen was erzählt, meine liebenswürdige Gildenkollegin, dass mit Himmelsweg irgendwie alles anders wird. Und da bin ich echt gespannt. So, warte mal. So, also jetzt reporten. Jetzt haben wir mal zweimal in den Himmel geguckt, haben zwei neue Himmelstore geöffnet. Und ich glaube, das wird es auch die nächsten Quests in den Abständen so weitergehen. Mich hat es wirklich nur ein bisschen irritiert, dass jetzt hier nicht ein bisschen Action gekommen ist, dass ich vielleicht meine neuen Heilskills anwenden konnte. Aber das wird sicherlich nochmal früher oder später dazu kommen, deshalb ja, sehe ich das mal alles sehr entspannt. So. Und gleich muss ich auch noch, genau, im Laufe des Abends ist auch noch geplant, dass ich noch ein bisschen hier Instanzen gehe mit der Melli. Sie ist nämlich auch, ich schau mal kurz, bei uns in der Gilde. Es sind ein paar Leute am Start. Schauen wir mal kurz, die Melli, die ist gerade Instanz am Gehen. Sie ist auch Level 39 aktuell. Und da werden wir natürlich auch dann Gildenbohnen, die haben wir auch am Laufen. Ich schau mal kurz, die nächste Inni wäre, warte mal. Oh ne, das ist falsch. P wie Party, so. Das heißt, nächste Instanz wird dann Siegerschrei noch weiterhin sein. Und anschließend geht's dann Steinerne Wacht. Ach Gott. Ja, also Steinerne Wacht ist ja eigentlich nicht so mein Lieblings-Inni, aber gut, Augen zu und durch, da machst du nix. Und dann hoffe ich mal, sind wir schnell halt Level 50 und dann heißt es halt weiter durch Heavensward durchkämpfen. Aber das machen wir natürlich auch alle gemeinsam. Ich habe natürlich auch vor, die nächsten Quests, sollte ein Livestream wieder anstehen, wie es auch beim letzten war, werde ich natürlich auch dort solche Ziele verfolgen und einfach questen mit euch zusammen. So, oder gesagt leveln. So, Jan Kunard sagt, Vollnis, der Königsweg. Nun, das ist eine faszinierende Technik, die ich während meiner Lehrzeit in Schalayan erlernte. Das ist, also wenn ich mich recht erinnere, eine Technik, mit der du inhärente Eigenschaften eines Arkandums von der Deutung leicht abwandelst, sodass etwas anderes passiert, also passieren sollte. Besser etwas, glaube ich, der ist etwas verpeilt, glaube ich. Was erwartest du? Es ist 20 Jahre her, probier es am besten selbst aus. Ja, du bist ja voll die Hilfe, ganz ehrlich. Du weißt ja selbst, wie das geht. Ja, wunderbar. So, aber gut. Quest abgeschlossen. Neue Fähigkeit, Königsweg am Start. Ja, das heißt, wir müssen uns selbst mal durchkämpfen. Und aus dem Tooltip irgendwie schlauer werden. Aber wie gesagt, ich habe ja den Rin-Joker. Meine Astro-Gilden-Kollegin. Und auch ein Level-Up der Wahnsinn. Stufe 39. So, aber jetzt bin ich trotzdem mal gespannt. So, warte mal. Vielleicht verstehe ich es auch selbst, was genau das mit diesem Königsweg auf sich hat. Ich werde auch mal hier runter jumpen vorher. So, warte. So, hier ist denke ich mal gut. Dann schauen wir mal. Also, Königsweg ist aktuell noch ausgegraut. Das liegt daran, weil ich noch keine Karte gezogen habe. Aber jetzt erstmal von vorne. Reaktivierungszeit 15 Sekunden. Okay, das ist halt der Zeitraum, den ich auch Zeit habe, um eine Karte auf eine Person zu wirken, bevor sie ausläuft oder abläuft. So, also du verbrauchst eine gezogene Karte, okay, um die Wirkung der nächsten während der Wirkungsdauer eingesetzten Karte zu ändern. Aha, okay, warte. Wir machen es mal Step für Step. Ich ziehe eine Karte. Zack. Dann kann ich Königsweg auswählen innerhalb von 15 Sekunden. Jetzt habe ich Turm gezogen. So, die eigentlich TP regenerieren würde. Jetzt nutze ich Königsweg. Zack. Ja. Aha, hier steht der Königsweg der Umsicht. Wirkungsbereich der nächsten eingesetzten Karte ist vergrößert. Aha. Ja, steht ja auch da. Also je nachdem, was ich ziehe, hat es halt eine unterschiedliche Wirkung.
Das heißt, wenn ich die Karte jetzt opfer, dann muss ich warten, bis ich die nächste ziehen kann. Das dauert ja 30 Sekunden. So, das heißt, wenn ich die nächste ziehe und diese nutze, dann wird halt der Wirkungsbereich dieser Karte halt erhöht. Richtig? Und dieser Status müsste wahrscheinlich aufgehoben werden, den ich jetzt hier oben an meiner Buff-Leiste sehe, in der Mitte des Bildschirms. So, also nutzen wir eine Karte. Jetzt haben wir die Karte. Dies würde bewirken Geschwindigkeit, Attack Speed auf die Gruppenmitglieder. Das nutze ich jetzt. Dann müsste der Wirkungskreis erhöht sein. Testen wir mal. So. Intervall der Autoattacken sowie die Reaktivierungszeit von Waffen. Ja, okay, okay. Aber um wie viel Prozent denn jetzt? Ah, okay, das war aber 5% Attack Speed, glaube ich, ne? Vielleicht sind es ja 10%. Also der Wirkungskreis. Also das muss ich echt nochmal recherchieren. Das ist ein bisschen komisch, auch vom Tool-Tipp, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und unser Junkfinati, unser Pappenheimer hier da bei der Gilde, der Astrologengilde, der wusste ja selbst nicht mehr. Das ist ein bisschen suboptimal. Aber naja, ich probiere es trotzdem mal Karte ziehen. Dann mache ich Königsweg. Ich opfer die Karte. So, jetzt warte ich nochmal. Ich warte noch ein bisschen, ne? Also ich will es mal gucken. Das kann man, glaube ich, wirklich nur gut präsentieren, wenn man halt in der Gruppe ist. Als wenn man das nur auf sich selbst anwendet. Aber da seht ihr auch, dass das schon ein bisschen komplexer natürlich jetzt wird. Und abgesehen davon, dass man sich halt 6 verschiedene Karten merken muss. Und überlegen muss, wo man diese halt immer am besten hinschickt. Auf welchen Spieler. So. Vom Gear muss ich auch mal was tun. Das fällt immer auf. Hab ein paar graue Items. Aber gut, wir gehen ja bald Instanzen. So. Jetzt nochmal. Also, ich ziehe nochmal eine Karte. So. Und jetzt habe ich die Karte Speer. Verkürzt die Reaktivierungszeit von Kommandos und Speer bewirkt, was war das? Doppelte Wirkungsdauer. Das heißt, guck mal. 20 Sekunden. Ja, ist doch normal, oder? Nee, ach so, genau. Jetzt haben wir es. Oder? Ach, keine Ahnung. Ihr müsst mal schauen. Also zumindest vom Ansatz her verstehe ich es, aber von der Umsetzung her muss ich das nochmal recherchieren. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben, für die Leute, die Astrologen schon zocken und da vielleicht schon einen Plan von haben. Schreibt es mir rein, kann sicherlich auch eine Hilfe sein für manch einen anderen, der ja so ein bisschen unsicher ist. Und ich würde einfach mal sagen, hier machen wir einen Break und dann sehen wir uns auch schon bald wieder zur Level 40er Quest, Jobquest-Reihe. Mich würde es freuen, euch auch da wieder zu sehen, wie immer. Ja, und gebt mir einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare, mich würde es freuen. Und dann sage ich mal, wie gehabt, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, egal wie viel Uhr wir haben. Und vielen, vielen Dank für euer Interesse an meinen Videos. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.